Naja, wenn man sich das erstmal von außen anguckt, sieht es ja so aus, da werden ausgewählte Akupunkturpunkte auf dem Kopf bzw. Oberkörper beklopft. Und das sieht erstmal so ganz harmlos aus. Diese Technik, also dass man ganz bestimmte Akupunkturpunkte beklopft, ist relativ alt. Also nach meinen Recherchen ist das ein paar tausend Jahre alt. Das heißt, die Ursprungsakupunktur bestand auch darin, dass bestimmte Punkte auf den Meridianen, diesen Energiekanälen, beklopft wurden. Und erst viel, viel später dann sind Nadeln im Sinne von Steinnadeln, Holznadeln oder eben jetzt diese Hightech-Nadeln dazugekommen. Und das ist sozusagen die Grundtechnik, dass auf den Meridianen mechanisch geklopft wird. So, und da war ich natürlich neugierig und habe jetzt logischerweise die ganze Literatur im Bereich energetische Psychologie durchgeforstet, um zu gucken, ja, wie ist diese Wirkung zu erklären? Warum löst sich jetzt die Angst denn tatsächlich auf? Und die Theorie, die dahinter ist, ist also relativ verblüffend. Und zwar geht man davon aus, dass die Angst, und das ist jetzt das Neue, sage ich mal, das Sensationelle, dass die Angst das Ergebnis einer energetischen Blockade in den Meridianen darstellt. Das heißt, wir haben einen normalen Energiefluss in unserem Energiesystem. Das kann man inzwischen ja auch nachweisen. Also Meridiane sind inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, auch Akupunkturpunkte. Und in diesen Meridian fließt Energie. Und wenn jetzt dieser Fluss, dieser Energiefluss, ein feiner Energiestrom, wenn der gestört ist, unterbrochen ist, kommt es eben zu dieser Angst oder zu Ängsten oder auch anderen emotionalen Leiden, also auch Trauer oder Depressionen. Und wenn ich jetzt diesen Energiefluss nicht schaffe, wiederherzustellen und die Blockade bleibt, bleibt logischerweise auch die Angst. So, was muss ich machen, um jetzt sozusagen die Angst desjenigen aufzulösen? Ich muss jetzt eben nicht in die Vergangenheit gehen und muss die Kindheit aufarbeiten oder was weiß ich noch alles machen. Nein, ich gehe auf die energetische Blockade im Meridiansystem, beklopfe sozusagen diese Blockade, wie, sage ich gleich nochmal, und durch das Beklopfen bestimmter Punkte löst sich jetzt diese Blockade, der Energiefluss ist wieder da und mit einem Mal sagt derjenige, jetzt ist die Angst plötzlich weg, ich kann die Spinne auf die Hand nehmen, ich kann plötzlich den Balkon runtergucken, mit einmal ist das Symptom verschwunden. Das ist eben der neue Ansatz, ganz kurz, Angst hervorgerufen durch blockierten Meridianfluss, also Meridianfluss muss wieder entblockiert werden im Meridian, das tun wir durchs Klopfen, anschließend ist die Angst weg und kommt auch nicht wieder. Ja, die Technik besteht darin, dass wir eben wir arbeiten inzwischen mit 6 Punkten, dass man diese Punkte leicht mit den Fingerspitzen beklopft. Entweder man nimmt beide Finger oder einen Finger oder Mittelfinger oder Zeigefinger und klopft ganz sanft, beispielsweise jetzt den ersten Punkt, nach Gefühl 10, 15 Mal, geht dann zum zweiten Punkt über. Und das Besondere ist jetzt, um sozusagen diese Angst energetisch zu adressieren, wie wir sagen, einfach nur klopfen würde jetzt nicht reichen, muss ich sozusagen mich mit dieser Angst geistig, emotional verbinden. Das heißt, ich muss an die Angst denken, ich muss mich mit der gerade mal innerlich beschäftigen. Das tue ich einfach entweder dadurch, dass ich in der angstauslösenden Situation mich befinde, beispielsweise ich bin jetzt auf einer Leiter mit einer Höhenangst oder ich sehe die Spinne direkt vor mir, oder aber, und das ist die gängige Version, ich spreche einfach die Angst aus, die gerade in mir ist. Beispielsweise, ich habe eine Existenzangst, dann sage ich eben die ganze Zeit, während ich klopfe, meine Existenzangst und klopfe jetzt dabei die Punkte, meine Existenzangst, meine Existenzangst, meine Existenzangst. Klopfe also ungefähr 10, 20 Mal die Punkte und bleibe dann hier bei dem letzten Punkt, das sind 2 Punkte, Nierenmeridian, Ende des Nierenmeridians, klopfe hier so lange, bis die Angst oder eben das negative emotionale Gefühl aufgelöst ist. So. Und dabei wiederhole ich immer wieder meine Angst. Und die meisten, die dann klopfen, stellen dann schon fest, während des Klopfens, huch, mit einmal geht die Angst runter oder mit einmal ist die Angst manchmal sogar schon beim dritten, vierten Punkt weg. Und klar, verständlich, viele sind äußerst irritiert, weil sie damit natürlich dann auch manchmal Jahre oder Jahrzehnte sogar damit rumlaufen und rums ist das plötzlich weg. Irritiert viele Patienten. Darüber gesprochen, dass sich wirklich die ganze Palette negativer Emotionen auflösen lässt. Ich sag's nochmal, wir haben einmal angefangen mit Scham, wir haben Resignation, wir haben Schuldgefühle, wir haben Trauer, wir haben Ängste und wir haben Ärger, Wut, Hass-Themen. Das sind so die 6 Hauptemotionen, die wir also sofort mit dieser Technik auflösen können. Dann ist uns im Laufe der Jahre einfach aufgefallen, dass wir eben zusätzlich mit
Patienten konfrontiert wurden, die körperliche Symptome hatten, beispielsweise A wie Allergie und C, Z wie Zahnschmerzen. Und wir haben dann einfach damit experimentiert und festgestellt, dass eben auch körperliche Symptome damit aufzulösen waren und sind. Und wir haben anfänglich nicht so eine gute Quote gehabt, weil wir erstmal nur auf rein auf den körperlichen Symptomen, ich sag mal so, rumgeklopft haben. Das hat zwar manchmal eine Linderung, eine Verbesserung gebracht, aber richtig aufgelöst war es dann nicht. Die Veränderung, sag mal, die massive Veränderung, Verbesserung körperlicher Symptome entstand in dem Augenblick, wo wir angefangen haben, den emotionalen Hintergrund der Erkrankung zu beklopfen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Beispielsweise, wenn jemand gekommen war mit einer bestimmten Erkrankung, beispielsweise starke Migräne, dann haben wir jetzt nicht auf den Symptomen der Migräne rumgeklopft oder haben ihn klopfen lassen, sondern wir haben ihn gefragt, okay, wie fühlst du dich damit, dass du diese Migräne hast? Und dann kam natürlich die ganze Palette von Emotionen. Derjenige war genervt, ärgerlich, dass er diese Migräne schon so lange Jahre hatte. Er war natürlich resigniert, er war traurig. Er hatte vielleicht auch Schamgefühle, dass er das schon so lange hatte. Und nachdem wir diese emotionale Palette, die hinter jeder Erkrankung letztlich war, aufgelöst hatten, verschwand plötzlich die Symptomatik. Das heißt, es gab Patienten mit Asthma, mit Migräne, wo die nach 2, 3 Behandlungen plötzlich durch waren. Allergien in einer Stunde, auch andere körperliche Symptome bis hin zu Schlaganfall, wo wirklich massive Symptome durch das Beklopfen der Emotionen im Hintergrund Symptome verschwanden oder sich deutlich verbesserten. Im Laufe der Jahre einfach durch unsere praktische Tätigkeit angefangen, das, was wir durch Tausende von Behandlungen erfahren haben und gelernt haben, haben wir angefangen weiterzugeben an eben Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, die in dem Bereich arbeiten und haben jetzt im Laufe der Jahre eine Ausbildung entwickelt, die zum MET-Therapeuten bzw. MET-Berater führt. Die ist in 5 Seminaren, sodass letztlich der MET-Therapeut sämtliches Wissen erlernt aus dem Bereich der energetischen Psychologie. Also was sind Meridiane, wo kommt das Ganze her, welche Techniken werden hier angewendet. Es ist ja nicht nur so, dass wir einfach nur auf ein paar Punkten rumklopfen, sondern es ist wichtig, dass eben auch der angehende Therapeut, der damit arbeitet, dass der bestimmte therapeutische Tools erlernt, um eben auch mit seinem Patienten effektiv zu arbeiten. Denn ich meine, klopfen kann man viel, das kann jeder, aber nachher ist es dann schwieriger, an das Problem des Klienten oder des Patienten heranzukommen. Und dann kann man eben auch erst effektiv klopfen. Das ist ganz klar.